Ein revaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu. Zu The Witcher 2. Ich weiß jetzt nicht, was da gerade eben war. Aber wir gehen jetzt zu der Mine, zu der Grube, die ja geschlossen wurde. Sind es die? Müssen wir den? Nö. Und müssen da wohl aufräumen. Also in der Grube. Ach, Hexer. Aber wo müssen wir lang? Hehe. Könnte es richtig sein? Hier rum so? Ich glaube, ich bin richtig. Das sieht gut aus. Es sind aber schon ein paar Leute da. Der Hexer ist an Bord. Wir können anfangen. An die Arbeit, ihr bärtigen Kameraden. Öffne den Schacht, Skax. Wenn ihr mit diesen Ungeheuern aufräumt, wird euch ganz Wergen dankbar sein. Wir kriegen bestimmt ein bisschen Geld zusammen. Wir werden's uns merken, Cecil. Na, wie sieht's aus, Sheldon? Können wir rein? Langsam, Geduld, nicht mit der Tür ins Haus fallen. Auch bei solchen Gruben muss man zart zu Werke gehen, damit sie einen warm und feucht empfangen. Du und dein Geschwafel, Sheldon. Nein. Ja. Geh mal. Ich bin falsch. Bin ich richtig? Bin ich falsch? Ah, ich bin richtig. Guck, guck. Wir kommen jetzt. Das Blut. Okay, wir sind zu dritt. Zu viert meine ich. Zu viert sind wir. Nur für alle Fälle. Und das Spiel ist ziemlich dunkel gerade. Sie müssen ihn im letzten Moment erwischt haben. Ach, da liegt ja einer. Nehmen wir mit. Warum ist denn das so dunkel? Ich glaube, ich habe was gesehen. Das macht ihr sehr schön. Sultan, geh mal auf die Seite. Ich komme da nicht durch, du. Wie viele von denen laufen hier noch hin? Ja, wieso komme ich denn jetzt nicht durch hier? Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Jetzt. Ich muss das Spiel gleich heller stellen, weil sonst seht ihr nichts. Und vor allem muss ich das Spiel leiser drehen. So. Verdammtes Arsch, da hat nicht viel gefehlt. Was war das? Leichenfresser. Wir haben ziemlich viele niedergemacht. Da muss irgendwo ein Nest sein. Okay. So, die Einstellungen und dann Grafik, glaube ich, war das. Helligkeit. Lass mal hochstellen hier. Nicht doch. Er scheißt sich noch ein vor Angst. Dann wird er immer noch nicht so stinken. Oh, eine Kiste. Also ich hoffe mal, ihr seht jetzt ein bisschen was, weil das ist. Oh, Diamantstaub. Das ist echt ziemlich dunkel hier. Zu den Waffen. Ja, wo sind meine Kollegen hier? Scheiße. Boah, ich muss echt aufpassen, wenn die explodieren, dann ist das ein bisschen schmerzhaft. Ich irgendwas zum Leben regenerieren? Alchemie. Maximal Schaden. Bluten plus 30. Blutenresistenz. Giftresistenz plus. Das ist doch geil. Das könnte ich doch. Kann ich das herstellen? Ich kann das doch herstellen, oder? Ja. Okay,
Und was war das jetzt noch? Goldener Pirol. So, dann nehmen wir den einen hier. Weil das ist ja Gift, was die da versprühen. Ja. Von mir aus können wir jetzt weiterlaufen. Greg, da mal auffasst. Dann passt es ja. Gut, ich laufe zwar falsch, aber ist ja egal. Sollte mal vielleicht in Dings offline gehen. Nein, nein, geh da weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, nein. So, und was war das jetzt? Wir müssen einen anderen Weg finden. Hier ist zu. Okay, okay. Oder war das jetzt? Nee, hä? War das jetzt richtig? Müssen wir jetzt einen anderen Weg finden? Ich hab's nicht gehört durch das ganze Rumgeschrei von den Viechern. Ging's hier auch weiter? Ja, hier geht's auch weiter. Okay. Ups. Da sieht's aber schon ein bisschen komisch aus. Ah ne, okay, war nur ein Lichtbug. Es sah gerade eben aus, als ob da irgendwas ist. Wie viele von denen laufen hier noch? Nein, 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 ich muss da weg, ich muss da weg. So, und hier geht's jetzt. Ah, wir haben hier eine Kiste. Oh. Da muss ich auch mal gucken, dass ich mir vielleicht ein paar Gegenstände herstelle. Also Rüstung und Schwerter oder sowas. Weil wenn wir schon hier Baupläne finden, dann können wir die ja auch mal umsetzen. Diese Sachen. Ich weiß nur nicht, ob ich richtig laufe. Aber es muss richtig sein. Also wenn hier andauernd irgendwelche Viecher auftauchen, dann gehe ich mal davon aus, dass es richtig ist. Die anderen haben keine Lust mitzukämpfen. Nicht blocken, nicht blocken. Oh Gott. Hä? Ach, hörst du auf da. Aber hier hat's Schweine viele Kisten, aber das doch können wir auch aufnehmen. Okay. Nee, mich stört gerade wirklich, dass das so Schlüssel erforderlich. War hier irgendwo ein Schlüssel? Leute, wir brauchen einen Schlüssel. Sucht den Schlüssel. Da ist so ein komischer Staub drin. Ne? Ja. Och Mensch, ihr steht da immer im Weg rum. Wo ist der blöde Schlüssel, ey? Na klasse. Jetzt können wir irgend so einen blöden Schlüssel suchen.
War der vielleicht hier? Na. Nein, mach doch jetzt das Licht an hier. Ah, geht doch. Das mach ich auch noch. Ah. Da ist nix, nix. War hier ein Schlüssel drin? Na Moment, da war ne. Ach. War hier nicht irgendwo noch eine Leiche von so einem Viech? Nö. Nee. Ja, scheiße. Was muss ich denn jetzt machen? Wo kriege ich denn jetzt den Schlüssel her? Habe ich irgendwo irgendwas übersehen? Also wenn ich nicht... Wenn ich kämpfe, dann sind die Typen nicht da. Wenn ich nicht kämpfe, da stehen sie mir andauernd im Weg. Das ist also super Zwergen, ey. Oh. Können wir mal mitnehmen, können wir bestimmt irgendwie gebrauchen. War ich hier schon? Ja, ja, da kommt. Oh, oh. Elfenschwert. Oh. Elfenmesser. Mal gucken. Macht 13 bis 14 und das Elfenschwert 12 bis 15. Schade. Ich habe gedacht, dass das ein bisschen mehr Schaden macht. Schade, schade. Mensch! Rasch gleich aus da. Hätte ich auch alleine hier runtergehen können. Was war das für ein Geräusch? Guck, guck. Verrecke. Aber wir sind richtig, wir sind richtig. Da vorne liegt wieder eine Leiche. Und der hat den Schlüssel. Weil der leuchtet so komisch. Was kämpfe ich denn gerade? Wir kämpfen alle gegen die Luft. Nein, nein. So. Ich könnte versuchen, den Leichenfressern den Weg abzuschneiden. Alles nehmen. Können wir hier runter? Nee. Tunnel einreißen. Wann hast du deinem Schwanz das letzte Mal das war's dann wohl. Oh Gott. Oh, eine Lederhose, Leute. Ist die gut? Rüstung plus 2. Nehmen wir mit. Ziehen wir gleich an. So, jetzt können wir nämlich rüberlaufen und können die Tür öffnen. Wo waren die nochmal? Bin ich jetzt richtig? Glaub schon, oder? Die war genau hier. Was hinter der Tür ist? Seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch einen Kommentar. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.